Hallo, hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen, Lernen, Planen, Leben. Der Podcast von und mit Holger Nendwig. Heute mit Coronavirus Teil 4. Und zwar das Thema Versicherungen. Was ist aber abgesichert? Da gibt es Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz. Das ist also eine Einkommensversicherung und da wird in zwei Sachen unterschieden. Erstmal, ist jemand am Coronavirus erkrankt oder lediglich vorbeugend unter Quarantäne gestellt worden? Quarantäne heißt, das habe ich jetzt bei einem Berufskollegen erlebt, da ist eine Mitarbeiterin, ist positiv getestet worden. Das heißt, dann ist der ganze Laden zugemacht worden vom Gesundheitsamt. Und mein Kumpel und seine Partner müssen jetzt zu Hause 2 Wochen sitzen und dürfen nicht rausgehen. Das heißt, die sind zwar, ob die infiziert sind oder nicht, zählt nicht, aber die sind mit einer Person, die Coronavirus auf das positiv getestet worden sind, durch das Arbeitsverhältnis, durch das tägliche Bürodasein in Berührung gekommen. Also werden die praktisch in eine Hausquarantäne versetzt. Oder aber es hat einer Coronavirus positiv getestet, der kommt auch. Der kann also auch erkranken beispielsweise, das kann ausbrechen, dass er behandelt werden muss. Und hier sind das sind die beiden Sachen, die zu unterscheiden sind. Der Arbeitgeber kann sich seine Leistung dabei vom Vaterstaat wieder zurückholen, genauso wie das Selbstständige machen können. Das heißt, wenn durch die Erkrankung am Coronavirus ein Verdienstausfall erlitten wird von den Mitarbeitern, auch von dem Selbstständigen, kann man sich das zurückholen. Das Ganze ist geregelt im Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten, kurz Infektionsschutzgesetz. Und da gibt es einen Paragraphen, Paragraph 56 ist das, wo ganz klar definiert ist, wer Anspruch auf Entschädigung hat. Das heißt also, die Lohnfortzahlung ist grundsätzlich bei einer Infektion mit dem Coronavirus gesichert. Schon mal eine gute Botschaft. Gehen wir jetzt auf den nächsten Versicherungsbereich, der oft genannt wird, Berufsunfähigkeitsversicherung. Da laufen jetzt durch die Social Media die dollsten Dinge, wo gesagt wird, ey, bei Berufsunfähigkeitsversicherung, bei Risikolebensicherung, die zahlen nicht, wenn einer stirbt oder berufsunfähig wird, weil er Coronavirus hat. Das ist natürlich absoluter Blödsinn, Leute. Da wird viel, viel Blödsinn erzählt. Deshalb bitte ich auch, glaubt nicht alles, was in den Netzen drin steht. Da sind auch sehr viele Fake News mit dabei. Da muss man sehr, sehr selektiv lesen. Man muss alle Sachen sich anhören, anschauen und immer hinterfragen. Es gibt auch sehr viel Blödsinn mittlerweile draußen im Netz. Wichtig ist, das haben die Versicherer auch ganz klar gestellt, bei der Infektionskrankheit Covid-19 gelten die gleichen Spielregeln bei der Berufsunfähigkeit wie bei jeder anderen Erkrankung auch. Das heißt, der Berufsunfähigkeitsversicherer prüft, ob die Arbeitsleistung, die Berufsfähigkeit länger als, dass die mehr als 50% voraussichtlich länger als 6 Monate andauern wird, die Berufsunfähige, dass sie nicht arbeiten können. Und wenn dem gegeben ist, sind die Voraussetzungen geschaffen, dass eine Berufsunfähigkeitsrente gezahlt wird, solange wie dieser Zustand weiterhin vorliegt. Also ganz klar, die vertraglichen Leistungen sind ganz klar vorhanden und gelten auch, wenn durch Coronavirus jemand berufsunfähig werden sollte. Das Gleiche ist bei den sozialen Medien, was immer gesagt wird, bei der Risikolebensversicherung. Die würden bei Corona, wenn der Corona-Infekt zu einem Todesfall führt, würden die keine Todesfallleistung bezahlen. Das ist natürlich Blödsinn. Dem Versicherungsvertrag ist es auf gut Deutsch gesagt scheißegal, warum einer stirbt. Tod ist Tod, heißt es hier. Und wenn du einmal eine Versicherung abgeschlossen hast, hast die Gesundheitsfragen angegeben zum Zeitpunkt der Prüfung, das war alles okay und du verstirbst dann, egal wodurch du dann verstirbst, durch einen Unfall, Krankheit etc. und wie dir Virus heißt, ist scheißegal, auf gut Deutsch gesagt, dann zahlt die Risikolebensversicherung. Also mach dir da keine Sorgen, der Versicherungsschutz ist weitergegeben. Dann ist das neue Thema Betriebsschließungsversicherungen. Das ist im Prinzip, wenn Betriebe geschlossen werden müssen, weil Corona festgestellt worden ist, das sind ja unabsehbare Folgen, wirtschaftliche Folgen, wenn ein Betrieb dann nicht produzieren kann, nicht arbeiten kann, etc. Da gibt es sogenannte Betriebsschließungsversicherungen, aber da wird auch wieder ganz interessant in den Netzen irgendwas verbreitet. Ich bekomme da auch in den letzten Wochen ungefähr 3, 4 Anfragen von Mandanten. Ja, da soll es angeblich Versicherer geben, die würden dieses Risiko jetzt noch eindecken, sprich neu einkaufen. Also ich kenne das jetzt nur so, wir haben rumgehört, das wäre so, ein brennendes Haus kannst du nicht mehr versichern. Das ist ja nicht kalkulierbar für eine Versicherung.
Betriebsunterbrechungsversicherungen sind momentan nicht neu abschließbar. Und immer wenn wir nachgefragt haben, wenn einer sagt, ja, da soll es die Gesellschaft geben, es waren mal, ich nenne mal zwei Namen, die sind halt Iduna und die HDI, die sollen das noch eindecken, dieses Risiko. Wenn wir nachgefragt haben, wurde gesagt, nein, wir decken dieses Risiko momentan nicht neu ein, Ende. Es gibt aber ein paar Makler auf dem Markt, wohl ein oder zwei, die gehen damit klappern und sagen, du kannst jetzt noch das Ganze abschließen, schick mir deine vorhandene Police, die du hast im Bereich deiner Betriebsversicherung. Und wir gucken, was du machen kannst, wir können das jetzt noch abdecken. Mir ist es schleierhaft, für die das machen wollen, aber ich muss sagen, ich bin da vorsichtig. Wenn einer weiß, dass das geht, bitte einen Tipp an mich. Das wäre toll, denn wir können uns hier gegenseitig helfen. Da bin ich sehr aufgeschlossen für Tipps, was ich auch meinen Mandanten dann weitergeben kann. Wenn das möglich sein sollte, schaue ich mir es gerne an. Nur von der Logik her ist es meines Erachtens nicht möglich, denn wie gesagt, ein brennendes Haus wird kein Versicherer absichern oder man deckt das ein und hat dann so lange Warteklauseln, dass sich der Vertrag eh nicht lohnt. Ich habe auch so zwei, drei Maklerkollegen, die sagen dazu ganz klar, naja, es gehen jetzt Makler hin, die versuchen jetzt durch die Verunsicherung das Ganze wahrzunehmen, versuchen anderen Leuten das Geschäft wegzunehmen, denn sie sagen, hey, wir decken das ein, schicken wir dann eine vorhandene Police. Und dann sagen sie, ups, tut mir leid, können wir jetzt doch nicht abdecken und versuchen dann für nächstes Jahr im Prinzip den vorhandenen Vertrag einzukassieren, umzuswitchen. Wenn das so sein sollte, ist kein gutes Geschäftsbewahren. Ich weiß es nicht, ich gebe das einfach mal so als Gedanke weiter, was alles passieren kann und vielleicht auch könnte. Ich weiß es nicht, deshalb, wenn ihr da was hört und ihr habt solche Versicherungen gerade abgeschlossen, ihr kennt einen, der solche Risiken eindeckt, bitte gebt mir da eine Information. Ich gebe die gerne in der Community auch weiter. Und denn das ist ja wichtig, ich bin gerne dafür da, meinen Mandanten das Optimale zu besorgen. Aber von offizieller Seite verlautbart auch, das ist aktuell nicht kalkulierbar und nicht mehr möglich, dass durch Corona, wenn Schließung stattfindet, hier eine Versicherungsleistung bezahlt wird. So, auf Thema Reiseversicherung, wenn du Reisen gebucht hast und so weiter, gehe ich nicht ein. Da findest du auf den Portalen ganz gute Hinweise von Rechtsanwälten, die da ganz fit sind mit Reiserecht etc. Ich möchte jetzt aber nochmal auf das Thema eingehen, wie kannst du Versicherungen optimieren? Da ist das Thema Lebensversicherung, Rentenversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung. Was kannst du optimieren? Du kannst natürlich Beiträge, kannst du beitragsfrei stellen, also nicht mehr bezahlen. Du kannst Versicherungen kündigen. Und wenn ein Rückkaufswert da ist bei Lebensversicherung und Rentenversicherung, dann kannst du sogar dir Geld rausholen, dieses Geld erstmal als Liquidität bunkern, nach dem Motto, wer weiß, wofür ich das brauche. Wichtig ist aber immer, wenn du Liquidität schaffst, du musst darauf achten, wenn du eine Versicherung beitragsfrei stellst oder gar kündigst und wenn da eine Berufsunfähigkeitsrente mit drin ist, für den Fall der Berufsunfähigkeit, wenn du die Versicherung beitragsfrei stellst, dann hast du nicht mehr den gleichen Anspruch bei Berufsunfähigkeit auf die abgemachte Berufsunfähigkeitsrente, als du den Vertrag abgeschlossen hast. Da klafft also eine Lücke. Und wenn einer denkt, er spart dadurch Geld und wird auf einmal krank, wird berufsunfähig und hätte dann eigentlich eine gute Absicherung aus dem Bereich, bekommt auf einmal wenig oder gar nichts, weil den Vertrag er gekündigt hat, dann ist der Schuss nach hinten losgegangen. Also immer darauf achten, Liquidität ziehen, ja, super, aber immer, welchen Preis zahlst du dafür? Wie sieht die andere Seite der Medaille aus? Also auch immer auf den Versicherungsschutz beachten. Was natürlich auch ein probates Mittel ist, wenn es sind sehr oft in der Branche Berufsunfähigkeitszusatzversicherung verkauft worden. Das heißt folgendes, da ist eine Lebensversicherung, eine Rentenversicherung gemacht worden, da zahlt man Geld ein, da soll man irgendwann eines Tages auch einen Ablaufwert wieder zurückbekommen und es ist in der Berufsunfähigkeitszusatzversicherung eingeschlossen worden, dass bei Berufsunfähigkeit eine Rente monatlich beispielsweise von 2.000 Euro bezahlt wird, solange die Berufsunfähigkeit anhält. Da kannst du natürlich hingehen, weil du zahlst in den Vertrag natürlich nicht für das Risiko nur Geld ein für das Risiko Berufsunfähigkeit, sondern auch einen Sparanteil, so nennt man es in Fachkreisen. Sparanteil heißt, da wird auch Geld auf die Kante gelegt. Du machst vielleicht wie eine Altersversorgung, dass du mal Geld zurückbekommst aus dem Vertrag, wenn er ausgelaufen ist. Da könntest du sagen, Mensch, wenn ich gesund bin und fit bin, beantrage ich eine neue selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung. Da zahle ich nur den Risikoanteil und gehe hin und kündige den bestehenden Vertrag, lass mir sogar das Kapital auszahlen und stell beitragsfrei. So kannst du auch einige hundert Euro, je nachdem wie hoch du abgesichert bist, sparen.
auch ein probates Mittel, das wir eh immer durchchecken, wenn wir neue Mandanten übernehmen, nicht nur in Zeiten von Corona, aber jetzt ist es umso wichtiger, das Ganze durchzuchecken. Ja, ich hoffe, ich habe dir da wieder einige Tipps geben können, ein paar Gedanken geben können. Hast du für mich Anregungen, Tipps und so weiter? Da würde ich mich freuen, wenn du mal eine E-Mail schreibst. Gerne an fragholger@gfmsnetwork.de. Die E-Mail steht natürlich auch unter den Shownotes oder schick mir eine Messenger-Nachricht und so weiter. Und gerne werde ich das aufnehmen und wenn es für die anderen interessant ist, wieder als neuen Podcast verarbeiten oder auch vielleicht dir individuell antworten. In dem Sinne, bleib gesund, alles Gute, dein Holger.